Vielleicht, weil Zeit so vergänglich ist, versucht die Menschheit stets, sich zu verewigen. In Statuen oder durch Stiftungen zum Beispiel. Wie könnte man jedoch der Zeit besser trotzen als mit einem Denkmal in Form einer Uhr? Am Hohen Markt erklingt eine ganz besondere Uhr, die Ankeruhr. Sie war als Tribut an 12 berühmte Persönlichkeiten der Wiener Geschichte gedacht und wurde kurz vor dem Ersten Weltkrieg aufgestellt. Genau genommen ist die Uhr eine Brücke, die zwei Gebäudeteile miteinander verbindet. Von Kaisern und Bürgermeistern bis hin zu Maria Theresia und Mozart. 12 lebensgroße Figuren insgesamt, die zur vollen Stunde über die Brücke laufen. Dabei zeigen sie die Zeit auf ungewöhnliche Art und Weise. Jede Figur hat eine römische Zahl über dem Kopf. Zum Höhepunkt des Schauspiels findet um 12 Uhr mittags eine Parade aller Figuren gleichzeitig statt. In den 90er Jahren wurde die Ankeruhr vom Wiener Uhrmachermeister Arno Kalivoda liebevoll restauriert. Er beschreibt, woher die Begleitmusik während der Parade stammt. Ganz am Anfang, wie diese Uhr gebaut wurde, gab es ja auch nicht diese Art von Musik, sondern dann war eine Orgel oben und da ist mittags immer ein Orgelspieler hinaufgegangen und hat händisch Orgel gespielt. Und je nach Jahreszeit entsprechend diese Melodien. Heute wählt man ein Adventprogramm aus, heute hat man ein Programm für den Sommer. Also hat einfach auf der technischen Seite hier mehr Möglichkeiten. Doch, nichts hält ewig. So auch nicht die Technik dieser Spieluhr. Ich habe diese Uhr im 92er Jahr komplett hergerichtet, also rein die Mechanik. Es ist eine bereits elektrisch getriebene Uhr. Auch schon zu der Entstehungszeit war sie mit Strom betrieben und wurde einfach sehr lieblos behandelt in den Jahren davor, bis nichts mehr ging. Am anderen Ende Wiens hat Kalivoda seine Werkstatt. Darin stehen etliche Uhren aus diversen Jahrhunderten. Aber Zeitmessung geht noch viel weiter zurück. Zeitmessung ist etwas Ururaltes. Ne? Das haben uns die Japaner und die Chinesen und die Ägypter schon vorexerziert, wie das geht. Und haben die Gestirne beobachtet und anhand dessen einfach die Zeit bestimmt, anhand der Sonne die Zeit bestimmt. Oder eben einfach mit einfachen Mitteln Zeitabläufe gemessen. Eine Schale, ein Loch in eine Wanne mit Wasser gesetzt, bis die Schale untergeht, verstreicht ein Zeitabschnitt. Damit kann man auch Zeit messen. Nicht? Also es gibt viele Möglichkeiten. Die Ankeruhr ist jedoch mehr als ein simpler Bau zum Zweck der Zeitablesung. Von Beginn an war sie als Kunstwerk gedacht. Es war die Blütezeit des Wiener Jugendstils. So hat der Wiener Künstler Franz Matsch in die Ankeruhr dekorativ geschwungene Elemente eingebaut. Auch die typisch floralen Ornamente kommen in Form von 2 kleinen Bäumen aus Stein links und rechts auf der Brücke zur Geltung. Alles ist sehr symmetrisch gehalten. Stunde um Stunde, Minute um Minute tickt die Uhr vor sich hin. Aber es ist fast wie Ironie. Das kunstvolle Design der Uhr ist längst aus der Mode gekommen. Die Technik veraltet und die Erinnerung an die Persönlichkeiten der Geschichte verblassen. Auch mit einem Denkmal in Form einer Uhr ist der Zeit eben nicht zu trotzen. Doch gerade ihre Antiquität macht ihren Reiz aus. Wir gehen unaufhaltsam unserer Endlichkeit entgegen. Jeder Schlag ist ein Stück weniger. Das, was uns noch bleibt zum Gestalten. Aber die Zeit nützen, das ist das Entscheidende. Und Freude mit den Dingen haben, die man tut. Also ich habe diese Uhr im 92er Jahr komplett hergerichtet, also rein die Mechanik. Es ist eine bereits elektrisch getriebene Uhr. Auch schon zu der Entstehungszeit war sie mit Strom betrieben und wurde einfach sehr lieblos behandelt in den Jahren davor, bis nichts mehr ging. Und ich habe schon einige Turmuhranlagen restauriert und so sind die Leute der damaligen Ankeruhr, Ankerversicherung, heute Helvetia-Versicherung,
an mich herangetreten und haben sich einfach dafür interessiert, ob ich sowas restaurieren kann. Und habe ihnen ein Angebot gemacht und das hat Anklang gefunden und dann kam es zum Restaurieren. Ich habe erst Jahre später erfahren, dass ich auch einen Mitbieter hatte, der damals nicht begreifen konnte, wie man um so wenig Geld diese Uhr restaurieren kann. Nein, also ich bin durchaus auf meine Kosten gekommen, bin ein Ein-Mann-Betrieb, habe nicht einen Rattenschwanz an Leuten zu bezahlen und ja, Beruf ist mein Hobby. Nicht? Also ich habe recht gut verdient, macht mir da keine Sorgen. Aber primär habe ich den Zuschlag bekommen, weil ich garantiert habe, ich erhalte optisch die Anlage in dem Originalzustand. Aber es ist in der heutigen Zeit nicht mehr möglich, einen Menschen zu beschäftigen, der jede Woche mit einer Ölkanne herumläuft und immer Teile nachölt und schaut, ob alles geschmiert ist. Das ist nicht mehr möglich. Und ich habe gewisse mechanische Teile einfach auf wartungsfreie Kugellager umgebaut, die optisch praktisch nicht sichtbar sind, aber natürlich den Vorteil haben, dass man diese Anlage eben in wesentlich größeren Abständen betreuen muss. Das heißt, wir machen vierteljährlich Wartung und da kommt es eben darauf an, kalte Jahreszeit, heiße Jahreszeit, weil das Ganze wird durch eine lange Kette gezogen und die dehnt sich natürlich, die Eisenkette dehnt sich aus, schrumpft zusammen. Je nachdem muss man Kettenspinner einstellen. Also seit der Zeit ist die Anlage in meiner Betreuung, respektive Betreuung meines Sohnes. Wir machen das jetzt schon einige Jahre gemeinsam. Er hat meinen Betrieb heuer übernommen, unterstützt ihn nach wie vor. Also ich glaube, es werden nur ein paar recht nette Jahre. Die große Restaurierung hat es vor 2 Jahren gegeben. Da wurde das komplette Gebäude, wo die Uhr drinnen ist, die Uhr befindet sich ja praktisch auf einer Brücke. Und da wurden sämtliche Details an dem Gebäude, sprich Dach, Figuren, also jegliche Art Spengler, Steinmetz, Installateure, Elektriker, alles war da am Werk, Vergolder, Mosaik restaurieren und letztendlich dann wieder meine Tätigkeit, weil es eine offene Mechanik ist, das Ganze wieder zu reinigen. Weil es ist derart umfangreich und riesig, das können Sie nicht so gut einpacken, weil man mit den Figuren rangieren muss, dass man einfach zu den Wänden kommt, um die ordentlich zu restaurieren, zu malen und zu putzen. Nicht? Und ich habe gesagt, also bitte, ihr macht alles fertig, bis einen halben Meter über Boden. Und dann fange ich an und dann wird der Maler kein Fight mit mir haben, weil wir sicherlich noch die Wände beschmutzen, das lässt sich gar nicht verhindern und er wird hinter mir nochmal vorsichtig nachstreichen müssen. Ne? Und der allerletzte ist dann der Bodenleger, also der Fliesen oder was immer für Bodenbelege macht, der kommt dann nach mir, das ist der Letzte. Und gab es einen Koordinator, der sich mit mir also immer in Verbindung gesetzt hat, damit die Abfolge der Tätigkeiten passt, das hat wunderbar funktioniert. Und jetzt strahlt das Ganze im neuen Glanz und zwar ein großes Fest. Es wird ja auch gleichzeitig ja das ganze Gebäude restauriert, wo die Versicherung untergebracht ist. War also ein ganz großes Fest. Jetzt spielt diese Uhr nicht so wie früher nur mittags, sondern sie haben auch zusätzliche Zeit eingeführt, Nachmittag, ich weiß nicht den genauen Zeitpunkt, es kann 16, es kann aber auch 17 Uhr sein, lassen Sie die Anlage noch einmal spielen. Das wird elektronisch gesteuert, hat mit meiner Tätigkeit nichts zu tun. Also nur das Karussell mit den Figuren setzt sich in Bewegung. Und wer das Mittag schon einmal erlebt hat, wie viele hunderte Touristen einfach die ganze Straße und den Platz blockieren, also es ist eine Attraktion und das ist sicherlich eine der größten Anlagen, die es gibt. Meines Wissens nur eine in Österreich dieser Art. Ja. Ist auch eine von der ersten Uhr, mechanische Uhren überhaupt, nicht? Nein. Für diese große, ich dachte, das haben wir doch gelesen. Habe ich falsch gelesen? Ich habe falsch gelesen. Ich kann mich daran nicht erinnern, aber. Also es gibt große Uhren. Also wir brauchen nur Venedig nehmen, Dore Orologio am Markusplatz. Da hat der Uhrmacher in der Uhr gewohnt. Also auch eine riesige Anlage. Und es gibt einige, also ich habe einfach viel zu wenig Zeit,
Ich würde mir diese Sachen alle anschauen. Ich würde mir gerne Greenwich einmal anschauen. Da gibt es also so viele tolle, große Uhren zu sehen. Ja, das hat die bekanntesten eben dann in Prag, diese eine Kunstuhr. Und in Deutschland gibt es auch einige dieser Sachen. Ja. Können Sie uns vielleicht so im Schnelldurchgang so die Geschichte von Uhren erzählen und wo die Anko-Uhr praktisch da reinpasst? Ja, die Anko ist eine sehr späte Uhr, nicht? Also Anfang 1900, also 1914 bis 16, glaube ich, wurde sie gebaut. Eine bereits mit Strom betriebene Uhr, also ist etwas Junges für meine Begriffe. Nicht? Wenn wir davon ausgehen, wenn wir uns dieses Uhrwerk anschauen, das ca. 350 Jahre alt ist, dann schaut es schon wieder ganz anders aus. Nicht? Also die ersten mechanischen Räderuhren in dem Sinne, wie wir es verstehen, sind nachweislich zwischen 1200 und 1300 aufgekommen. Ähnlicher Bauart wie dieses, nicht eben dann nur in der Folge weiter verfeinert, aber Zeitmessung ist etwas Ururaltes. Ne? Das haben uns die Japaner und die Chinesen und die Ägypter schon vorexerziert, wie das geht, und haben die Gestirne beobachtet und anhand dessen einfach die Zeit bestimmt, anhand der Sonne die Zeit bestimmt oder eben einfach mit einfachen Mitteln Zeitabläufe gemessen. Eine Schale, ein Loch in eine Wanne mit Wasser gesetzt, bis die Schale untergeht, verstreicht ein Zeitabschnitt. Damit kann man auch Zeit messen. Nicht? Also es gibt viele Möglichkeiten. Feueruhren, man hat einfach Kerzen genommen, hat Eisenkugeln in die Kerze hineingesteckt in gewissen Abständen, gab es immer ein Signal, wenn die Kerze heruntergeschmolzen ist und diese Kugel in eine Pfanne fiel und hat ein Geräusch gemacht. Nicht? Und auch nach einer entsprechenden Zeit, nicht? Das Abbrennen der Kerze war eine Zeiterfassung. Wenn Sie vielleicht noch ein bisschen erklären könnten, wie sich dieses Figurenkarussell, was da mit Mechanik dahinter und wie das gesteuert? Ja, gesteuert wird es von einer elektronischen Anlage von Siemens, die funkgesteuert ist. Also diese Uhr korrigiert sich Sommerzeit, Normalzeit selbstständig und ganz am Anfang, wie diese Uhr gebaut wurde, gab es ja auch nicht diese Art von Musik, sondern dann war eine Orgel oben und da ist mittags immer ein Orgelspieler hinaufgegangen und hat händisch Orgel gespielt. Und je nach Jahreszeit entsprechend diese Melodien. Heute wählt man ein Adventprogramm aus, heute hat man ein Programm für den Sommer. Also hat einfach auf der technischen Seite hier mehr Möglichkeiten. Das, was aus dieser Zeit erhalten ist, ist die reine Mechanik. Das ist also ein großer Getriebekasten mit einem E-Motor, auch nicht mehr der originale, aber eben dazu passend. Dann eine Schiene, die in einer Schleife gelegt ist und die Figuren laufen auf Rollen und werden durch eine Kette im Kreis gezogen. Die Uhr bekommt alle Minute einen Impuls von dieser elektronischen Anlage, dann schaltet sich der Motor ein und fährt einen Minutenschritt weiter. Ich habe von drinnen die Möglichkeit, auch die Zeit, so wie sie außen angezeigt wird, zu kontrollieren. Also es gibt ein inneres Zifferblatt, wo ich sehe, wie die Zeit draußen angegeben wird. Das ist es. Also linear ist eine durchaus gebräuchliche Zeitanzeige. Wir haben es auch beim Schloss Schönbrunn, bei der Vogeluhr. Glorietzeitig läuft eine horizontale Anzeige eines Zifferblattes. Ist nicht außergewöhnlich. Und wie werden die Stunden und Viertelstunden dann angezeigt? Vielleicht können Sie das nochmal kurz sagen? Angezeigt werden es nicht. Sie hören es einfach zur Viertelstunde, wie gerade eben diese Uhr schlägt, gibt es einen Schlag. Bei halb gibt es zwei Schläge, bei drei Viertel drei Schläge und zur vollen Stunde gibt es den ganzen Stundenschlag. So läuft das ab. Ja, das war alles von diesem von Professor, der war damals, glaube ich, also zu Lebzeit, wirklich bekannt, aber wenn ich das gelesen habe, ziemlich in Vergessenheit geraten. Professor Franz
Matsch. Ist mir auch erst begegnet, wie ich mich mit der Anlage etwas mehr beschäftigt habe, aber ist mir von anderen technischen Sachen nicht geläufig. Also der hat sicherlich viele Sachen um diese Zeit gemacht. Nicht? Also, mein Gott, 1900, der Beginn des klassischen Maschinenbaus. Nicht? Also das hat so 1880 eingesetzt und hat gebombt, nicht? Also Dampfmaschine, wissen wir, und eben alles in Eisen schon gegossen, größtenteils auch nicht. Also die Technologie, die sich einfach entwickelt hat durch die Metallverarbeitung, hat ja diese Baumöglichkeit erst ermöglicht. Aber was dieser Mann sonst gemacht hat, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Vielleicht können Sie nochmal erläutern, welche Arbeitsschritte bei der Restauration alle vonnöten waren. Also müssen sie sauber gemacht werden, geölt werden, vielleicht kleine Teile ganz neu ersetzt werden. Also gehen wir der Reihenfolge vor. Wie ich also hinkam, mir diese Anlage angeschaut habe, im total verschmutzten Zustand, festgegangen, es hat sich nichts mehr bewegt. Das ist ja gerade noch in der warmen Jahreszeit, hat sie hin und wieder funktioniert, im Moment, wo es kälter geworden ist. Man muss davon ausgehen, wir haben durchwegs Außentemperatur, also im Sommer sehr heiß, 30, 40, manchmal mehr Grad, und im Winter Außentemperatur, minus 15 Grad, je nachdem, weil es offen ist und einfach diese Temperaturen dort vorherrschen. Und die Schmiermittel, auf die muss man natürlich entsprechend aufpassen. Im Sommer ist es nicht dramatisch, nicht? Aber im Winter müssen sie entsprechend leichtflüssig sein, sodass sie die Mechanik trotz allem noch bewegt und nicht zum Stoppen kommt. Ja, die Sache war sehr stark verschmutzt. Rollen waren festgegangen, wurden nur mehr geschliffen, haben dadurch also Phasen bekommen und sind nicht mehr gerollt, bestenfalls gerumpelt. Das Getriebe war voll gefüllt mit Öl, ein vollkommener Blödsinn. Es gehören nur die Lager geölt und das Öl, was halt darüber schwappt, muss man dann von Zeit zu Zeit aus dem Getriebe entfernen. Und es werden nur die Lager geölt. Und wer diese Idee hatte, diese Wanne voll zu füllen, ich glaube 15 oder 20 Liter Öl waren da drinnen, also schrecklich. Ich habe das ausgeschöpft und den ganzen Getriebekosten zerlegt und die Einzelteile hergerichtet. Ich habe die Rollen sämtlicher Figuren neu gelagert und die Kette selber, die im Kreis läuft, läuft mit Stützrollen. Da gibt es eine Schiene, wo die Kette abgestützt wird, und da sind Stützrollen, die auf dieser Schiene laufen. Also auch diese waren kaputt. Also ich kann sagen, sämtliche Lagerungen der drehenden Teile sind erneuert worden. Und das war eigentlich die Hauptarbeit. Die Überlegung war, alle Figuren auszubauen und einzeln zu warten. Bin davon abgekommen, nachdem ich die erste Figur heraus hatte, weil ich durchwegs mit 250, 300 Kilo zu tun hatte. Und wenn man es alleine macht oder auch zu zweit, ist es in dieser Form fast nicht lösbar. Habe aber einen Trick angewendet, habe die Figuren gehoben, sodass die Fahrgestelle in der Luft waren, und habe die Gestelle ausgebaut, herausgezogen und konnte so die Drehbahnteile ganz normal und ordentlich warten und habe das wieder eingebaut und die Figuren dann wieder runterlassen. Und so habe ich mir die Mühe erspart, die Figuren herauszunehmen und extern instand zu setzen, sondern habe das praktisch vor Ort gemacht. Habe dann nur die Teile, Lager tauschen und dergleichen, in der Werkstätte gemacht. Waren dann kleinere Teile, konnte man transportieren, war kein Problem. Vielleicht sollte man noch etwas dazu sagen. Nachdem da natürlich alles gesäubert ist, wenn man sich vorstellt, dass dauernd der Wind Staub hereinbläst, nicht, weil die Kette und diese ganzen Teile also komplett versaut, und das eben nur um hier keinen Schaden anzurichten, mit aggressiven Mitteln zu arbeiten, habe ich also wirklich Kettenclip für Kettenclip händisch mit einer Bürste und mit leichten Lösungsmitteln von diesen Altölen befreit. Und das war also eine sehr
schmutzige und sehr langwierige Arbeit. Aber wenn das Ganze dann sauber dasteht, ist es also der letzte Abschluss. Also man beginnt die Sachen zu schmieren und zu ölen, Öl einzufüllen. Und dann kommt der berühmte Augenblick, wo man am Knopf drückt und sagt so, und jetzt läuft sie wieder. Ne? Also man muss besonders geduldig sein als Uhrmacher wahrscheinlich. Das ohne dem geht es nicht. Aber vor allem, man muss es wollen. Weil man sich immer wieder auf neue Gebiete begibt und zu erkennen, kann ich mir das zutrauen, schaffe ich das, das macht es in allen Berufen aus. Nicht? Das Interesse, die Neugierde. Ja, ich bin jetzt schon über 60, habe dem Betrieb meinen Sohn übergeben, aber ich habe nichts an meiner Neugierde verloren und werde sicherlich noch einige Jahre tätig sein, weil es einfach zu viel Spaß macht, als dass man sagt, ich höre jetzt einfach auf, nur weil ich in den Ruhestand trete. Ne? Weil es ist auch schon ein Beruf, der nicht so gängig ist heute mittlerweile. Das ist unser Glück. Wir haben eine Marktnische. Wir können uns vor Aufträgen nicht erwehren. Das ist ein toller Zustand. Ne? Weil wer kann schon sagen, dass er keine Sorgen um seinen Arbeitsplatz hat. Wir machen seit über 25 Jahre keine Werbung, weil wir durchwegs für 2-3 Jahre Aufträge liegen haben. Es hat gar keinen Sinn zu bewerben, weil mehr geht einfach nicht. Und wir wollen ein kleines, feines Unternehmen bleiben, mit unserem Charakter und nicht irgendwas Großartiges mit Leuten aufziehen. Das ist nicht das, was wir wollen, sondern uns einfach in diesen Rahmen bewegen und damit ist eine krisensichere Zukunft gewährleistet. Und wir erleben immer wieder neue und interessante Uhren. Das ist das Schöne, wenn man in der Vergangenheit tätig ist. Nicht? Die Uhren, die wir hier haben, Ampiruhren, Barockuhren, das sind alles Sachen, die sind 150, 200 Jahre alt, manche älter. Es ist unerschöpflich und es gibt Gott sei Dank, trotz der Kriege und allem, was war, noch genügend Sachen, die gerettet wurden und die unserer Pflege bedürfen. Schönbrunn, wenn Sie durch die Schauräume von Schönbrunn gehen, habe ich alle Uhren aus den Schauräumen restauriert in den letzten 30 Jahren. Ja. Also war auch eine tolle Aufgabe. Man muss den Aufträgen nicht nachlaufen, die Qualität spricht für sich, die Leute kommen. Sehr erstaunlich, wie sich da die Wege ergeben. Die kommen dann schon zur richtigen Adresse. Und also, dann erzählen Sie vielleicht also über eine Uhr, die schwierig war, oder ein Fall, der gibt dann bestimmte Klassifizierung von oder so ein Genre von Uhren, die schwierig sind. Wo sind die Schwierigkeiten und bestimmte Herausforderungen? Baumodelle. Also für uns allein ist es halt, okay, es dreht sich da und also für uns, ich meine, eine Welt, wir ja sehen gar nicht, was da drinnen passiert. Also die Logik der Abläufe wiederholt sich. Ob das jetzt eine Uhr ist, die 200-300 Jahre alt ist oder eine neue Uhr oder eine mechanische Armbanduhr, die Sie eventuell am Handgelenk haben, die Abläufe ähneln einander. Weil ja letztendlich immer genaue Zeit herauskommen muss. Und damit ist das System klar. Und wenn man von den Schlagwerken her ausgeht, gibt es ein paar traditionelle Schlagwerkstypen und das ist es. Also es gibt natürlich dann sehr komplizierte Sachen, wo Leute oft ein Leben lang an diesen Anlagen gearbeitet haben, sind Kunstuhren durchwegs, aber das ist nicht der Normalfall. Und wenn Sie mich fragen, was war für mich die schwierigste Arbeit, ich kann es eigentlich nicht sagen, weil es mir immer leicht gefallen ist. Und ein Problem, das sich stellt, dem stellt man sich. Bin nicht überheblich, dass ich den Rat eines Kollegen nicht suchen würde. Also versuche mir auch Informationen zu holen. Es gibt keinen Stillstand. Ich kann nicht alles wissen, aber ich bemühe mich darum. Und das ist das Entscheidende. Und es gibt kaum
eine Sache, oder ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass ich eine Uhr, weil es mir zu schwierig wurde, dem Kunden zurückgegeben habe. Es gibt da von der Qualität her Uhren, wo man sagt, also das ist ein Grenzfall, wir wissen nicht, wie das ausgeht, ob das ordentlich funktionieren wird, speziell bei Armbanduhren, wenn sie in die Jahre kommen und man keine Teile mehr bekommt, mit dem vorhandenen auskommen muss, da steht man dann vor dem Problem, man weiß zwar sehr genau, wie es geht, aber hat einfach die technische Möglichkeit nicht, das ordentlich instand zu setzen. Aber bei den größeren Uhren ist es vollkommen unproblematisch, dass der Teil, der kaputt ist, wird einfach ersetzt, wird nachgemacht, wird nachgebaut. Wir haben hier 4 Drehbänke in verschiedensten Größen, eine Fräsmaschine, es wird alles aufgerüstet noch. Also es ist der junge Mann, mein Sohn, der das jetzt weitermacht, kommt mit anderen Ideen. Ich versuche mich da schon sehr weit herauszunehmen und unterstütze ihn in seinen Bestreben. Und es ist einfach eine Freude für mich, das noch etwas mitgestalten zu können und auch die Ideen eines Jüngeren mitverfolgen zu können. Und ein paar von den Ideen, wo ist denn der Umbruch generationsmäßig zwischen Vater und Sohn? Der Umbruch, dass der Vater mehr am Kleinuhrsektor betätigt war, ich dort die Erfahrung an alten Armbanduhren nicht mehr sammeln kann, weil es einfach nicht mehr gibt. Das heißt, meine Aufgabe liegt eigentlich hauptsächlich in den Großuhren, in den Pendeluhren, eben auch Turmuhren, so wie der Ankeruhr und Kirchenuhren halt. Weil die Sachen sind komplett nachbaubar, das ist eine Frage des Aufwandes und des Maschinenparks, den man zur Verfügung hat. Und was man nicht im eigenen Haus machen kann, weil die Maschinen zu klein sind, muss man halt fertigen lassen. Es gibt nach wie vor Leute, die halt doch große Drehbänke haben, große Fräsen haben und da kann man sich schon noch einiges anfertigen lassen. Vielleicht nochmal eine Frage an Sie beide. Hat man als Uhrmacher so ein besonderes Verhältnis zur Zeit oder so ganz philosophisch? Ja, der Uhrmacher nimmt die Zeit nicht so genau, die Kunden sind meistens viel pingeliger, was die Genauigkeit einer Uhr betrifft. Wir gehen unaufhaltsam unserer Endlichkeit entgegen. Jeder Schlag ist ein Stück weniger. Das, was uns noch bleibt zum Gestalten. Aber die Zeit nützen, das ist das Entscheidende. Und Freude mit den Dingen haben, die man tut. Es ist schade, um jeden Ärger, um jeden Streit dafür Zeit aufzuwenden. Das ist meine Lebensphilosophie und ich komme recht gut mit den Leuten aus. Hat mich mein Leben lang so begleitet und habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja. Es gibt so ein Sprichwort in Deutschland über Willy Brandt, der Politiker damals, und hat sich ein bisschen beschwert über. Er hat gesagt, in Bayern ticken die Uhren anders. Aber die Zeit verstreicht genauso rasch oder so langsam. Na, die klassischen Sprichworte, nütze die Zeit, ja, oder der Weg ist das Ziel. Ist nichts anderes, als die Zeit zu bewältigen. Nicht? Aber ich habe da also keine philosophischen Ambitionen. Mir ist wichtig, dass ich das, was uns die Zeit vorgibt, nachvollziehen kann, dass die Geräte, die uns das anzeigen, ordentlich funktionieren. Und das ist mein Teil dazu. Ich habe eine letzte Frage. Wird es einem jedes Mal warm ums Herz, wenn man jetzt bei der Ankeruhr vorbeigeht und die selbst so repariert hat? Also hat man also eine besondere Beziehung dazu? Natürlich, es sind alles meine Kinder, wenn ich so sagen kann.
speziell wenn die Sachen sehr aufwendig, sehr mühsam, sehr kompliziert sind, sage ich dann auch dem Kunden, da geht ein Stück von mir mit. Weil wenn man diese Einstellung nicht hat, würde man das nicht tun. Nicht? Und wenn ich heute durch die Stadt gehe und dann einmal in der Burg auf die Amalie nur raufschaue und ich merke, sie ist nicht richtig, dann hole ich mir von der Feuerwache den Schlüssel und gehe halt drauf. Die Leute rühren sich nicht. Also, und die kommen meistens nur zufällig darauf, dass dann oft etwas nicht ganz in Ordnung ist und korrigiert es und gehe weiter. Nicht? Also ich habe da meine Beziehung dazu und trachte auch, dass das in Ordnung ist. Und genauso, wenn ich am Hohen Markt bei der Ankur vorbeigehe. Nicht? Also das sind einfach Dinge, die mein Leben mitgeprägt haben. Und mir macht es Freude, dass ich dadurch ja vielen anderen auch Freude machen konnte. Nicht? Und das ist etwas Bleibendes. Aber es wird auch nach mir Leute geben, die das wieder warten und instand setzen werden, weil irgendwann wird das auch wieder einmal kaputt. Also ich bin sicherlich nicht der Einzige und Letzte. Es wird immer ein paar so Spinner geben, die halt Dinge tun, die ausgefallen sind.